Wir sind sozusagen am Ort des Geschehens. Willy Franz Kurt, hinter Riesterplatz, wo ein Jahr das Freilichtspiel, der letzte Sonder von Oberried über die Bühne geht. Erzähl dir mal, wie ist das also als Regisseur jetzt hier das Jahr vorher? Ja, eigentlich ganz schön, weil das sind so Vorfreude, man hat so eine Vorfreude. Eine gewisse Gelassenheit natürlich auch, es ist noch überhaupt kein Stress. Das ist also, ich bin am Morgen ein bisschen das Gelände abläufen, ein bisschen messen, wie lange hat ein Ritter mit Rose, bis man ihn sieht und so weiter. Also es ist locker easy. Wie gesagt, es geht noch länger, wenn die Schwangerschaft, bis wenn das Mami kommt. Wie ist der Stand der Dinge? Wie weit ist man überhaupt jetzt mit diesem Projekt? Also eigentlich haben wir jetzt gerade den ersten Ultraschall gemacht, hinter uns. Also wenn wir bei Mami wollen bleiben. Wir sind schon relativ weit. Also wir haben, der Autor ist am letzten Schliff von der Dialektfassung. Wir haben das Bühnenbild haben wir schon besprochen. Da sind wir auch schon relativ weit. Da gibt's, eigentlich sind die Weichen gestellt. Aber jetzt kommen die Schauspieler, die Auswahl und jetzt müssen wir das langsam angehen. Wie funktioniert das? Ist das ein Casting wie im Fernsehen? Ihr kommt ja vom Film, vom Fernsehen. Also überhaupt nicht. Also erstens bin ich noch nicht geliftet. Also der Dieter Bohlen wollte ich nicht spielen. Aber und auch nicht so auf die Art. Also man könnte jetzt da mit Szenen schaffen und so weiter. Aber ich finde, ein Natur, ein Freilichtspiel sollte primär verankert sein in den Leuten. Das sind ja die Leute von hier, die das machen. Und darum ist jeder Mann, jede Frau ist willkommen. Es soll ja von diesen Leuten gedreht sein. Klar sieht man dann nachher die Talente schon ein bisschen. Es ist wieder so, dass man gerade einen, der kein Wort will sagen, man dem die Hauptrolle gibt. Das ist ja klar. Aber vielleicht kann einer, der nicht schnurren kann, gut klettern. Also, dann schauen wir. Hinter aber die Bühne, die da entsteht, was ist die Herausforderung vielleicht hier genau an diesem Standort als Regisseur? Freilichtbühne ist immer schwierig, weil du hast keinen Vorhang. Also, du kannst keinen Umbau machen, du kannst Schauspieler nicht verstecken. Das haben die oben als Zermatt gesehen, das haben ich bin an Göschen schauen, das ist das Gleiche. Also und der Zuschauer ist gnadenlos, da ist wie eine Kamera. Der schaut links, rechts, fokussiert, zoom. Ah, hast du gesehen, der hat noch Tür an, das stimmt aber auch nicht. Also, da ist man dem einfach ausgeliefert, aber das hat auch Vorteile. Da müssen wir eben ein bisschen das Hirn vor, wie mache ich die Übergänge. Die Übergänge sind schwierig in einem Freilichtspiel.